Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video über das Einzahlen mit Kryptowährung bei Spectre und anderen Brokern, beziehungsweise auch über das Kaufen von Kryptowährung. Ich habe im letzten Video dazu Sex.io vorgestellt. Das ist eigentlich ein Kryptowährungs eine Börse für Kryptowährung. Heute möchte ich ein paar andere einfache Varianten vorstellen, um Kryptowährung zu kaufen. Das wäre einmal Anycoin Direct. Hier muss man sich, soweit ich weiß, nicht mal einen Account machen. Ich habe allerdings einen und kann hier, wie man sieht, eine ganze Menge an Kryptowährung kaufen. Wenn man bei Spectre einzahlen will, dann braucht man Ether. Wie man sieht, kann man hier mit Sofortüberweisung, SEPA-Überweisung und ein paar Online-Methoden Kryptowährung kaufen. Und man kann sich das hier auch, kann hier auch schnell Kryptowährung verkaufen. Einfach aufs Bankkonto schicken kann, lässt sich das zum Beispiel hier. Das geht hier recht einfach. Dann gibt es Coinbase. Hier muss man sich auf jeden Fall einen Account eröffnen und man muss seine Einzahlungsmethode verifizieren. Das habe ich hier noch nicht gemacht. Da muss man hier, wie man sieht, eine kleine Überweisung tätigen vom eigenen Bankkonto aus. Und dann lässt sich hier auch recht einfach Kryptowährung kaufen. Anders als bei Anycoin Direct kann man bei Coinbase auch seine Kryptowährung lagern. Man hat hier verschiedene Wallets, die man nutzen kann. Man kann hier auch Kryptowährung empfangen und halt, wie gesagt, hier lagern. Wenn man zu Spectre AI überweisen will, kann man das, wie gesagt, nur mit Ether tun. Und man kann das nur von seinem Wallet aus tun. Als Wallet empfehle ich MyEther Wallet. Letzten Endes hat man sein Wallet dann nicht nur hier, sondern das ist ein universelles Wallet. Man geht einfach auf die Seite, gibt hier sein Passwort ein. Das sollte kompliziert sein, das sollte man aber auf keinen Fall vergessen. Wenn das Passwort weg ist oder der Private Key, den man danach bekommt, dann kommt man nicht mehr an sein Geld. Dann drückt man hier drauf und dann erhält man sein Wallet. Man sollte sich das gut aufbewahren. Man kann sein Geld dann auch unabhängig von MyEther Wallet erreichen, über alle möglichen anderen Dienste und Tools. Man hat die volle Kontrolle über sein Geld dann. Für Spectre, wie gesagt, empfehle ich, sich hier ein Wallet zu machen, hier den Ether hinzuschicken, die Wallet-Adresse bei der Anmeldung bei Spectre anzugeben. Das wäre hier die hier, das ist meine. Und nur von dieser Adresse zu Spectre zu überweisen. Dann erhält man hier die Nummer, die man dann einfach eingibt. Wie man das genau macht bei Spectre, habe ich in einem anderen Video bereits erklärt. Da sieht man das nochmal kurz. Noch ganz kurz zu dem Nachteil von Spectre. Den einzigen Nachteil, den ich bisher sehe, ist, die Kontoführung ist in Ether. Als ich eingezahlt habe, war Ether noch bei 300. Ein Ether. Also ich hatte hier $30 ursprünglich. Ich habe seitdem nicht gehandelt mit dem Geld. Speziell um das zu zeigen. Wie man sieht, ist der Ether-Kurs gefallen und hier meine Balance ist auch gefallen. Das ist hier ein Nachteil bei diesem Broker oder eigentlich bei dieser Trading-Plattform. Den muss man mit in Betracht ziehen. So. Bei HiLo kann man hier auch über viele verschiedene Kryptowährungen einzahlen. In dem Fall würde ich nicht Ether oder Bitcoin empfehlen, sondern Dogecoin, ja, Dogecoin oder Redcoin. Hier ist die Gebühr recht gering beim Überweisen. Die gibt es auch beide. Zumindest Dogecoin gibt es auch hier. Ich weiß nicht, ob die auch Redcoin haben. Dogecoin haben sie auf jeden Fall, Redcoin haben sie nicht. Es ist generell empfehlenswert, von seinem eigenen Wallet zu überweisen, egal welche Kryptowährung und egal welcher Broker. Und bei Finmax ist im Grunde das Gleiche. Man geht hier auf Krypto, wählt den Betrag. Hier kann man den Bonus nehmen oder auch nicht nehmen. Und klickt auf Übertragung. Bei Finmax muss man hier erst Plattform wählen. Hier die Einzahlungsmethode. Wie man sieht, ist die hier etwas beschränkt. Banküberweisung ist hier recht teuer, weil es im europäischen Ausland ist. Deswegen empfiehlt sich hier Kryptowährung auch. Hier, okay. Hier kann man den Bonus nehmen oder auch nicht.
Man sollte natürlich die Bonusbedingungen lesen, wenn man den Bonus nimmt. Und dann klickt man hier drauf und wird dann zu Coin-Payments überwiesen. Da sieht man hier dann, wählt man die Kryptowährung, die man zahlen will, in dem Fall gibt es nur Bitcoin, und klickt hier auf Complete Checkout. Dann kriegt man eine Adresse und da überweist man die 0,03977 Bitcoin hin. Hier ist das Gute, sollte was schief gehen oder sollte man zu wenig überwiesen haben, kann man sich bei Coin Payments melden und das mit denen klären recht einfach. Das kenne ich schon, Coin Payments ist eine gute Seite, die ich auch schon benutzt habe. So viel zu den Einzahlungsmöglichkeiten bei den drei Brokern. Wie gesagt, Kryptowährung ist bei Spectre notwendig, bei Finmax unter Umständen sinnvoll und bei Pocket Option kommt drauf an, Skrill geht auch. Man kann auch mit Bitcoin auf Skrill einzahlen zum Beispiel. Perfect Money und so weiter geht hier auch alles. Ist auch eine Möglichkeit natürlich. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Video.